Wir machen die Kartoffelernte weiter. Und auf jeden Fall habe ich mir eben den Anime-Film auf ProSiebenMax angeschaut. Der Junge und das Biest. Und ich muss sagen, der Film verdient für mich jetzt, ehrlich gesagt, von der Handlung her. Also ich sag jetzt euch mal meine Punkteliste. 1 schlecht, 10 top. So, und der Film verdient für mich einfach, ehrlich gesagt, eine 5. Der ist mittelmäßig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ich bin ja ein großer Anime-Fan. Ich schaue mir auch Anime-Filme an und Serien. Und auf jeden Fall verdient der für mich der Film einfach eine 5. Ja. Von der Handlung her verdient er eine 5. Von der Spannung her kriegt er eine 5. Vom Ende kriegt er eine 5. Ja, also daher, also einmal und nie mehr wieder. Ganz ehrlich. Also das ist jetzt natürlich nur meine Meinung. Ja, jeder muss ja selber wissen, wie der Anime-Filme guckt. Ja, ist ja genauso wie mit One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Was gibt es denn noch? Inuyasha, was gibt es denn da noch? Es gibt so viel. Ja, und daher, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich ganz ehrlich sagen, ich schaue mir nur die Anime-Filme an und Serien, die mich auch interessieren und nicht jeden Quatsch. Weil einige sind gut und andere sind eher schlecht. Ist genauso wie Inuyasha, Yu-Gi-Oh! Pokémon, ja gut, Pokémon geht die erste Staffel, ja, die geht noch. Ja, Digimon, ja, ist eine Klassiker-Serie. Die Kickers aus den 80er, Klassiker. Das sollten sie mal öfters im Fernsehen zeigen und nicht Inuyasha. Ja, deswegen, also, da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich echt enttäuscht. Über manche Anime-Serien bin ich echt, enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also jeder muss hat halt eben seine Vorlieben, was in Anime-Serien geht halt eben. Aber ich sag ganz ehrlich, Inuyasha, One Piece oder Naruto. Wer wirklich diese Serien guckt, der hat wirklich sein Leben verloren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich nur meine Meinung. Ja.
Deswegen. Und auf jeden Fall ist es ja halt eben auch so, dass es ja viele verschiedene Anime-Serien gibt. Ob es jetzt Netflix ist, Anime on Demand, ja und sonst so ein Quatsch. Deswegen, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Anime-Serie, die jetzt zum Beispiel auf Netflix, nee, auf, wie kommt die jetzt auf Netflix, auf, ProSiebenMax läuft, Attack on Titan, ist auch totaler Schrott. Deswegen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, bei manchen Anime-Serien bin ich echt enttäuscht. Wollte ich ganz ehrlich sagen. Im Moment gucke ich ja jetzt hier auf Netflix Dead Alive, das habe ich jetzt auch gerade an. Das kenne ich zwar schon, aber die Serie ist auch in Ordnung. So, und kommt immer natürlich drauf auf die Vorlieben drauf an. Deswegen. Deswegen, also. So, im Moment sind wir ja jetzt hier gerade dran, die Kartoffeln zu pflanzen. Dass wir ja im Herbst dann die Kartoffel ernten können. Wie ich sehe, ist die Saatmaschine fast leer. Stalker.
Was habe ich denn da jetzt da? So. So, dann werde ich das jetzt mal eben hier zum Hof zurückfahren und dann mal nochmal neu aufladen. Saat an Kartoffeln. Ja, ich weiß, der Hof ist ein bisschen klein, aber ich kann mir keinen größeren Hof leisten. Auf jeden Fall ist ja halt eben auch so, dass wir jetzt hier erstmal die Kartoffeln fertig machen. Und danach nehmen wir hier mal paar Bodenproben. Oh, Blinker aus. Auf jeden Fall, ist es halt eben so, dass jeder seine eigene Vorlieben hat an Anime-Serien. Deswegen. Ach. Ey, ich komme ja im Moment damit echt durcheinander. Mit die Tastatur. Nee, Helfer will ich jetzt nicht. Komme damit immer durcheinander im Moment. Mein Gott, nee, hier ja, echt. So. Wie ist das Wetter denn heute? Im Moment nur bewölkt. Gut. Dann passt das ja. So. Ja, weil ich muss mich da erstmal ran gewöhnen. Weil ich spiele das jetzt zum ersten Mal mit echtem Wetter.
muss mich da er auch erstmal jetzt hier rein gewöhnen, halt eben an die Tastenkombination. Mit dem Wetter. Deswegen. Deswegen kann es mal vorkommen, dass ich mal die falsche Taste drücke. So. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier eben fertig. Und auf jeden Fall so. Auf jeden Fall werden wir das jetzt mal fertig machen. So, und werden uns demnächst mal umschauen wegen anderen Ruf. Vielleicht werde ich mir auch demnächst. Da muss ich mal aber genau gucken, wann das soweit ist. Den Hof wechseln, aber glaube ich aber eher weniger, weil ja, da muss ich mal mir Gedanken drüber machen. So. Und den Rest kann der Helfer jetzt erstmal machen. Dann hat er auch mal was zu tun, der Helfer. So, und ich habe mir ja überlegt, mittlerweile, dass ich den John Deere verkaufe.
der mir dafür einen kleineren Traktor hole. Also auch ein Kompakt, also Mitteltraktor, aber nicht von John Deere, sondern einen anderen. Da muss ich mir mal gucken, was für ein. Da muss ich ja mal genau gucken, was sie da so beim Fahrzeughändler so in Angebot haben. Und dann passt das. Muss natürlich mit Frontlader sein, ist klar. So, da sind wir auch schon am Fahrzeughändler angekommen. So. Was nehmen wir denn da für ein Modell? Also den Frontlader kann ich leider nicht dran machen. Schade eigentlich. Kann ich den hier ein? Ja. Aber passt der denn? Ja, der reicht. Hauptsache, ich sag jetzt mal, Hauptsache, ich kann da Sachen mit anheben. Kann ich denn den jetzt hier zumindest ziehen? Geht ja nur darum, dass ich den. Sieht ja schlecht aus.
Aber zum Hof müsste es reichen. Warum er sich jetzt automatisch aufgeklappt hat, keine Ahnung. Ob ich da jetzt auf eher eine Taste gekommen bin? Auf jeden Fall, können wir dann schon mal ein paar Aufträge annehmen, so Sachen transportieren. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Das macht doch jetzt hier ehrlich gesagt doch keinen Sinn. Hä? Was? Da stimmt doch was nicht. Also kann der auch wieder weg. Bei mir bringt das nichts. Also, das ist Quatsch. Also, die kann man, in der Tonne kloppen. So. Dann mal gucken. Dann nehmen wir den Fendt. Wäsche. Warte. Farbe ändern. Ach. Dann passt das. So. Da müssen wir mal eben dahin fahren und dann den Anhänger, also was heißt Anhänger, der Kartoffelernte einsammeln. Weil ich verstehe gar nicht, warum der da jetzt so Macken an der Brücke macht. Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil das dürfte ja normalerweise gar nicht machen. Ja, da lag das tatsächlich an dem Mob von dem Traktor. Da kann man den nicht mehr benutzen. Da muss der runter.
Weil es ist ja unlogisch, dass der Traktor sich von alleine aufrichten tut. Weil das macht ja ehrlich gesagt ja keinen Sinn. Deswegen. So. Wo könnten wir den am besten hinpacken? Genau. Stellen wir den einfach mal hier so rein. So. Nee, da muss ich was anderes erstmal machen. So. Dann kann man das auch wieder verkaufen. Ah, echt. So, dann hier mal ein paar Transportaufträge an. So, wohin muss ich denn jetzt? Also hier von Sägewerk zum dahin zum Teiner. So. Dann fahren wir mal dahin. Weil dann kann eigentlich der Helfer schon mal soweit Feld 36 schon mal soweit fertig machen. Für die Kartoffeln. So. So.
Und dann fahren wir jetzt zum Diner. Das heißt, wir müssen dann beim Fahrzeughändler rein und dann geradeaus fahren, anstatt direkt zum Fahrzeughändler rein und dann rechts rein beim Fahrzeughändler einfach dann. So, und dann biegen wir jetzt nach links. So. Hey. Blöder Baum. So, das ist das Gartencenter. So, und schon habe ich 724 Euro verdient. So. Was macht denn jetzt unser Helfer? Wie weit ist der denn? Ja. Soll er mal weitermachen. Und dann fahren wir mal eben zum Hof. Das war wohl ein Verkehrsunfall. Dann bin ich wohl zu schnell durch die Kurve gefahren. So, dann sind wir auch schon gleich am Hof angekommen.
So, und dann fahren wir mal mit den mit den Gruber. Den brauche ich jetzt nämlich. Das mache ich aber jetzt hier auch mit den Fendt, weil der John Deere in Arbeit ist. Und auf jeden Fall, gehen wir jetzt erstmal hin, weil ich habe ja drei Felder im Moment. Nee, vier. Nicht drei, vier. Und zum vierten Feld fahren wir jetzt. Nur das vierte Feld hat halt eben einfach keine Nummer. Weil es ein bisschen blöd ist. Aber da kann man halt eben nichts dran ändern. Was habe ich denn hier jetzt hier überhaupt? Das kenne ich ja gar nicht. Die Fruchtart. Da. Ist zwar jetzt ein bisschen langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja nicht genug Power dafür haben. Aber was soll's. So. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier das erstmal fertig machen, weil der Helfer H ist ja noch an das Feld dran.
Ist halt eh ein bisschen blöd, dass das jetzt ein bisschen langsam geht. Aber kann man nichts dran ändern. Da muss ich jetzt leider durch. So. Dann müssen wir jetzt dann gleich nur noch einmal im Schneckentempo zurückfahren. Was anderes ist das ja gar nicht. Da bin ich ja schon mit dem Fahrrad schneller. Auf gut Deutsch. Ja, mit dem Fahrrad bin ich ja schon 60 gefahren. Also habe auch dafür Punkte in Flensburg bekommen. Mit dem Fahrrad 2013. So. Nur halt ist eben blöd, dass der Traktor halt eben nicht so eine Power hat wie der John Deere, wo ich damit 14 Stundenkilometer durchbrettern kann. Ach, ich habe gerade mal ein bisschen Ärger bekommen mit meinem Brüderchen. Ja, ich hatte dabei auch lustig gewesen. Ich habe einfach mal bei Google, da muss man sich vorstellen, habe ich einfach mal eingegeben LS19 Mittelland, also Mühlenkreis Mittelland und dann PS4. Und dann habe ich komischerweise ein Foto von mir wieder entdeckt. Unter meinem alten Twitch-Account. Und das habe ich dann meinem Bruder ge geschickt. Und der ist ein bisschen stinkesauer. Aber macht ja nichts. Ich komme damit klar. Weil das Profilfoto, was ich jetzt hier auf Twitch habe,
Ja, habe ich auch im Facebook drinne, daher. Was soll's? So, mal eben kurz was trinken. So, und dann fahren wir zurück zum Hof. Da müsste der jetzt eigentlich gleich fertig sein. So. So, was haben wir denn hier für... Und dann nehmen wir mal auch nochmal Raps. So. So, dann werden wir hier auch noch Raps anpflanzen. Weil Raps, da kriege ich am meisten Geld mit.
Dann haben wir schon mal die erste Bahn fertig. Also müssen wir über drei Bahnen fahren. So. So. Und dann passt das. Dann habe ich auch alle Felder fertig. Soweit. Mit Kartoffeln, Raps und was war das andere? Gerste, glaube ich. Aber können wir ja gleich mal gucken, was ich da vorne habe auf das Feld. 31. So, und dann passt das. So. Dann klappen wir die Maschine mal wieder zu. Weizen haben wir da. So. Dann bringen wir mal eben den John Deere zurück zum Hof. So, dann sind wir auch schon wieder auf dem Hof und sind mit der Arbeit fertig. Wir haben keine Arbeit mehr vor uns. Dann sage ich mal bis später.